So, heute habe ich nichts anderes gemacht, als endlich wieder mal den Blog geschrieben, den Wohnmobilumbau, alle Fotos aktualisiert. Ja, schaut mal rein. Und ein neues Video gedreht oder zusammengeschnitten. Und es ist jetzt schon spät, aber ich bringe es jetzt trotzdem noch raus. Und ja, legen wir gleich los. So, ich habe die Räder mit Watt montiert, zwei gebrauchte Mischpläne, also dreieinhalb, nein vier. Und jetzt montiere ich sie in meiner früheren kleinen Garage, da war ich, da habe ich gearbeitet. Nicht groß, waren mal alles meine Maschinen. Ja, das ist schon 6 Jahre her, wo ich da aufgehört habe. Und hier habe ich mir mein Wohnmobil eigentlich verdient. So, und jetzt wird hier gearbeitet. So, die zwei Reifen sind aufgezogen. Gar nicht so einfach. Die Felge muss man verkehrt auf die Maschine aufsetzen, weil die das Tiefbett nicht hier außen hat, wie bei den PW-Felgen, sondern innen. Und Luft geht auch nicht rein, weil der hat, die Felge hat keine Hems. Da muss man so einen Booster verwenden, da der bläst dann voll da hinein, damit die Luft überhaupt drin bleibt. Also wenn die Räder schon gleich unten sind, habe ich jetzt gleich noch den Lenkstockhebel da weggemacht. Und zwar mit dem Werkzeug habe ich dabei, habe ich mal in Marokko gekauft, kommt zwar von Europa. Ja, dann irgendwann geht man da rein und dann gibt es einen Knall und dann fliegt das Teil raus. Gut, jetzt aber stellt man das Lenkrad so, wie es vorher krumm war. Das heißt, bei mir war das 90 Grad nach rechts verdreht. So stellt man die Lenkung zuerst ein und dann lässt man sie so und dann löst man diesen Kugelbolzen. Und jetzt dreht man hier nicht, sondern dreht das Teil hier raus, und zwar so weit, bis das Lenkrad in der Mitte ist. Wenn ich jetzt den mit dem Teil hier verbinde, jetzt ist das Lenkrad auf der anderen Seite, dann muss das genau reinpassen und dann bleibt das Lenkrad auch in der Mitte. Kompliziert, aber eine einfache Logik. So, nochmal, jetzt habe ich das Lenkrad da in die Mitte gestellt, Mittelposition. Das wäre ungefähr hier. Und jetzt sehe ich auch, wie weit ich daneben bin. Jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt muss ich wieder zurückdrehen, dann zuerst den da hochlegen und dann gucken, ob er gerade direkt reingeht. Wenn nicht, muss ich ihn weiter rausdrehen. So, nochmal. Das Lenkrad ist jetzt in der Mittelstellung, absolut in der Mitte. Und hier, das sehe ich auch an, weil hier ist etwa die Mitte vom Lenkstockhebel. Und hier sollte er jetzt direkt reingehen, geht er nicht. Das heißt, ich muss weiter da rausdrehen. Auf keinen Fall das Lenkrad rausnehmen und am Lenkrad verstellen. Außer jemand hat das vorher schon gemacht und man muss es zurückdrehen. Aber bei meinem Fall war das nicht. Die haben hier das verstellt, weil da hinten ja die Büchse durch war. Hat sich die ganze Achse verschoben. Und zwar nach vorne. He? So, jetzt habe ich so lange rausgedreht, bis er reinpasst. Das war mal hier. Und das war über 1 cm. Ja, kein Wunder, das Lenkrad stand ja um 90 Grad verdreht. Und ihr seht jetzt, es geht direkt rein. Also, Lenkrad wird jetzt in der Mitte bleiben, ja, plus minus ein paar wenige Grad, weil man kann ja hier nur eine Umdrehungen verstellen, mehr nicht. Aber jetzt passt es garantiert. So, dann schraubt man das Ganze wieder zusammen, Mutter anziehen, Sicherungsring rein, dann hier die Klemmmutter wieder anziehen. Fertig. Jetzt schmiere ich gleich noch oben und unten. Und zwar nicht mit normalem Fett, sondern mit Keramikfett. Das ist viel besser und wenn das mal drin ist, dann ist das praktisch wartungsfrei. So, ich bin jetzt auf der Probefahrt und siehe da,
Wie schon gesagt, das Lenkrad ist jetzt schön in der Mitte. Perfekt, jetzt fahre ich auf die Waage, weil ich will wissen, wie schwer ich überhaupt bin. So, ich war jetzt auf der Waage. Was war ich jetzt? 7,2. Jetzt habe ich es vergessen. 7,260 Gesamtgewicht. Und 2,680 Vorderachse. Also vorne habe ich noch genügend Reserve, nicht schlecht. Und natürlich habe ich dabei 500 Liter Frischwasser und 400 Liter Diesel. Also ich habe da noch Reserve. Wobei etwa 100, 200 Kilo Gepäck kommt sicher noch dazu. Aber dann bin ich unter diesen 7,5, also das passt. Und jetzt lasse ich das Öl ab. Also Ölwechsel, und damit ich den Fragen schon zuvor komme, ich habe da einen Motorinnenreiniger reingemacht. Eigentlich sollte man gleich 3 von denen reinschütten, ich hatte aber nur noch 1 aus meiner alten Zeit. Und dafür bin ich jetzt ein bisschen länger gefahren und das reinigt den Motor von innen. Und jetzt lasse ich die ganze Brühe raus, auch die Verschlackung, die Verkoksung, alles wird da runter gewaschen. Das lasse ich jetzt raus und da kommt neues Öl rein. Ja, und das ist mein Werkzeug, einfach ein Imbus. Ich habe da ein paar von denen, ganz einfach, ohne eine spezielle Nuss. Das hatte ich mal von einem alten Kfz-Werkstattbestand ergattern können, die aufgelöst wurde. Und dann steckt man das einfach auf eine Nuss und schon hat man einen Imbus. So, Ölfilter natürlich auch gewechselt. Jetzt fließt es gerade rein und jetzt kommt noch 3 von diesen Keramikadditiven. Nur das Beste für den Motor. Das Öl war richtig schwarz. Richtig schwarz. Jetzt bin ich da gerade dran, so im Bett oben so ein paar Gestelle zu machen und einfach mal zum sagen, ich bin da nicht der Oberhirsch, der Perfekte. Hier habe ich den Abstand zum oberen mit diesen Gläsern. Das ist Amalou links von Marokko und Honig von Marokko. Und jetzt habe ich echt nichts überlegt, weil ich bringe die nicht mehr raus. Scheiße! Gut, ist es noch nicht so lange verklebt, der obere. Ja, jetzt muss ich es wieder lösen. So eine Scheiße. So, trotzdem gelangen, Glück gehabt. Zum Glück war es Plastik, der gibt nach, habe ich es reingequetscht. Der Amalou ging einfach, aber der Honig ist ziemlich hart. So, jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden, das elektrisch ein bisschen zu büscheln. So sieht das aus. Das hier übrigens sind jede Zelle habe ich hier drauf. Und hier ist die Zellspannung. Und ich balanciere das ja selber von Hand, hier gucke ich und nachher lade ich hier jede einzelne Zelle nach bei diesen 8 plus der 9 Polen. Das geht eigentlich gut. Hier hinten, ja, die Wechselrichter, hier ein bisschen die langen Kabel. Und da ist noch der Batteriecomputer, den kann ich eigentlich übers Handy sehen. Ich weiß noch nicht genau wohin mit dem, deswegen liegt er einfach mal da. Ja, aber soweit langsam kommt es. Noch nicht ganz fertig, aber fast, ja. Hier noch eine Steckdose. Da kann ich immer draußen kochen. Ja, und das ist übrigens die Anzeige, wo man eigentlich alles sieht, was man braucht. Die AC-Lasten hier, dann das PV-Ladegerät, das ist jetzt gerade Nacht, da kommt nichts rein. Übrigens, die Solarzellen sind SunPower Maxon 3, je 400 Watt. Das Beste, was es momentan auf dem Markt gibt, mit einem Modulwirkungsgrad von 22%. Hier sieht man die Batterie, wo sie steht. Dann der Frischwassertank, Abwassertank und hier die Pumpe, kann man auch darüber steuern, also die Wasserpumpe. Wenn der Wasserstand unter 5% ist, habe ich die so eingestellt, dass die dann selber abstellt.
Ich kann sie dann manuell noch mal anstellen, um den letzten Tropfen rauszuholen. Aber so weiß ich spätestens dann, dass ich Wasser tanken muss. Ja, und hier wohne ich jetzt. Das ist mein Lager. Wenn es regnet, kann ich da alles reinstellen. Oh, das ist eigentlich ein super Platz. Hier kann ich immer stehen. Das sind meine Wölfe. Vorne habe ich ja die Mischle, gebrauchte Räder hingemacht. Mein Problem, das ich habe, dass es manchmal schüttelt beim Bremsen, das ist Spiel im Achsschenkel, obere Bolzen, muss ich ersetzen. Die Teile sind sauteuer, so 400 Euro herum. In der Schweiz 550 Franken. Ja, nun, da muss ich jetzt durch. Das werde ich dann auch mal machen. Dann da vorne habe ich einen Spoiler montiert, damit die Äste nicht unter das Dach gehen. Das geht durch über das Solarpanel. Tut auch den Wind leicht abweisen. Ist geklebt. Ja, so sieht mein Dach aus. Da eine Kamera. Alles voll optimal, eben 2000 Watt, zwei Fenster. Und dann hier noch ein bisschen Kabelsalat, muss ich noch büscheln, mache ich dann. Und hier, ein Freund hat mir diese zur Verfügung gestellt, freundlicherweise, und ich bin sehr begeistert. Das ist Aluminium, die kommen Aluminium einfach, und da kann man sie lackieren in der Farbe, die man will. Mit PGN-Verschraubung, also absolut dicht. Das Ganze ist eben aus Aluminium, da kann auch mal was hinschlagen, passiert gar nichts. Ich verlinke euch das unten, wenn ihr die auch wollt, dann könnt ihr sie direkt bei ihm bestellen. So, ich habe ja so ein Flattern beim Bremsen, aber nicht immer, nur manchmal. Bis 10 Stundenkilometer runter sogar. Und da habe ich jetzt die Ursache gesucht und auch gefunden. Und zwar, die Bolzen von der Achse haben Spiel. Das kann man so testen, gerade in die Luft. Dann eine Stange da rein. Dann kann man an der Stange schauen, ob es Spiel hat. Ihr seht, es hat Spiel, und zwar hier der obere Bolzen. Auf beiden Seiten. Und auf dieser Seite hier habe ich schon mal kurz zerlegt. So sieht das aus. Und da ist eine Messingbüchse drin, und die hat Spiel. Die kostet bei Mercedes über 500 Euro. Wahnsinn! So ein paar Teile, die gibt es nicht einzeln, aber ein paar Ringe und diese Büchse würde ich niemals bezahlen. Vorher drehe ich die selber. Aber ich hatte Glück, in England habe ich gefunden, zwei Sätze für oben und unten, für rechts und links, für sage und schreibe, was waren es, 80 Euro. Habe ich gerade beide geordert in die Schweiz. Wir sind ja auch nicht in der EU. Jeden Tag arbeite ich etwas. Heute habe ich endlich mal die Jalousien da hochgemacht. Oder wie sagt ihr, Rollos. Und zwar nicht eingelassen. Normalerweise müsste man hier das ausfräsen und die reinsetzen. Ich habe mich entschieden, das nicht so zu machen, und habe dann einfach Winkelprofile genommen. Man sieht es da, damit das Ganze auch schön aussieht. Ja, und jetzt hochgeklebt, und dann kommen dann später noch ein paar Schräubchen, etwa 6. Das gleiche hier, der ist auch nur hochgeklebt, wobei die Stange da, die hält es auch noch nach oben. Ja, ist ein bisschen knapp, aber ja, es ging gerade so. Ja, ansonsten meine schöne Dusche. So, heute mache ich mich wieder an den Achsschenkelbolzen. Ich habe mit dem Pneuhebel, Reifenhebel oder wie ihr das nennt,
konnte ich ihn bereits ein bisschen rausdrücken, aber dann ging nicht weiter. Und jetzt, gut, hat man Freunde. Ein Freund von mir, der hat eben diesen Satz, den wir vorhin gesehen haben. Und dann kann man da schön rein, ohne das Ganze zu zerlegen. Offiziell müsste man da alles zerlegen, freilegen. Aber es geht, es kommt raus. Die ganze Büchse kommt auch so raus. Filmen und arbeiten, aber ihr seht, sie kommt raus, das ist schön. Sie ist ja auch nur aus Messing. Jetzt ist sie dann gleich draußen. Der Widerstand wird kleiner. So, ich habe das gerade miterlebt. Das ist die Ursache, diese Büchse, das sieht man. Mit dem Pneuhebel habe ich da schon mal rumgedrückt. Ja, ohne alles zu zerlegen. Also halb so schlimm, wie ich gedacht habe. Jetzt muss ich nur auf die neue warten. Das ging ja ganz einfach. So, eigentlich gestern hatte ich noch hier diese Profile zugeschnitten, abgedeckt. Feinste Arbeit mit der Feile, alles, damit das schön aussieht. Das ist jetzt auch fertig. Dann habe ich die zweite Matratze endlich aufgestellt. Den Abstand habe ich hier vergrößert, den größten überhaupt, damit es ein bisschen weicher ist. Auf meiner Seite auch. Und jetzt bestelle ich hier noch eine Matratze, die ist ein bisschen kürzer, die auch 70, die passen da rein. Und ich habe nur für zwei Betten bestellt auf 70, und wenn man da den Abstand groß macht, dann reicht das alle Weile. Jo, so langsam wird's was. So, den anderen Achsschenkel habe ich auch rausgezogen, ging ganz gut. Habe ich nur da oben den Hebelarm der Lenkung gelöst und dann die Platte, die Zwischenplatte weg, und dann geht das sehr gut. Übrigens sind die Büchsen hier rechts und links dieselben Büchsen, nur der Bolzen ist etwas anders auf der einen Seite wie auf der anderen, aber die Büchsen selber, was eigentlich der Verschleiß ist, die sind dieselben. Ob sie unten dieselben sind, sehe ich dann, wenn das Paket kommt. So, weiter. Da sind die zwei Dachfenster. Ein Spoiler habe ich noch davor gesetzt, damit die Äste nicht unter, vor allem unter das Dachfenster geht. Und der Wind gleitet so besser weg. Ganze 2000 Watt sind das. Ja, wenn ich auf die Fenster verzichtet hätte, hätten hier 2400 Platz. Aber das ist dann überdimensioniert. Ach, dann noch die Lichter habe ich auch schon länger, Positionslicht oben montiert. Die Tankabdeckung ist ja dran, ich weiß nicht, habe ich das schon gezeigt. Dann hier hinten Staukasten, dann da die Leiter zum Versorgen. Die Lichter, schön klein, LED. Dann oben auch Kamera und zwei Lichter. Positionslichter kommen dann noch hin auf die Seite. Dann hier ist noch eine lange Box. Dahinter ist ja der Auspuff, kein Partikelfilter, aber ja, was Ähnliches. Ja, hier kommen die ganz langen Dinge rein. Jawohl. So, das war es wieder. Hä? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch, wenn ja. Und ja, jetzt gehe ich so ein bisschen ruhiger an. Ich habe jetzt hier Zeit und arbeite jeden Tag ein wenig. Und von daher habe ich auch dann Zeit zum Filmen. Und ja, dann sehen wir uns wieder in, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen. Ja, okay, danke und tschüss.